du ausgerannte Pfütze! Oh, so Mist! Das sieht nicht gut aus. Mann, Platz, Tennisons! Ich kaper jetzt euer Boot! Nein! Alles klar, wie ihr wollt! Boom! Ich bin jetzt das Boot! Oh Mann, das ist echt cool! Ist es auch sicher? Findest du das jetzt wirklich relevant? Ich wollte nur wissen, ob das Boot allen technischen Anforderungen entspricht. Lasst uns jetzt dieses Vieh aus dem Wasser befördern! Dieser nutzlose Bengel! Ich kann das Schwert von MacGuffin auch ohne seine Hilfe beschaffen. Schon bald verfüge ich über endlose Macht. Hey, Wasserlunge! Friss Kanonenkugeln! Festhalten! Oh Mann, das ist, als wären wir in einem Piratenfilm, in dem alle Hauptrollen von Kanonenkugeln gespielt werden. Ja, gleich ist es geschafft. Na los, du Bestie, halte sie auf! Das bringt nichts. Habt ihr einen besseren Plan? Vielleicht gehen wir die Sache ja falsch an. Ja, das stimmt. Mit Gewalt kommen wir nicht weiter. Probieren wir es mal mit einer liebevollen Umarmung. Bringt nichts. Los geht's, wir müssen wieder zu Ben. Okay. Ja. Ben, ich hab einen Plan. Lass gut sein, der braucht einfach mehr Dresche. Tennyson, sei nicht so dumm. Damit wirst du nichts erreichen. Der geht nach jedem Angriff in seine Form zurück. Na gut, wie lautet der Plan? Du musst in seine Körpermitte und dich ganz schnell drehen. Wenn wir Glück haben, zerreißt ihn die Strömung dann von innen. Oh ja, coole Idee. Wir versuchen ihn währenddessen abzulenken. Bis später, Dickerchen. Ich bin nicht dick. Hoffentlich geht der Plan auf. Guck mal, wir sind hier drüben. Alles klar, los geht's. Du bist schon fast in der Mitte. Achtung! Jetzt Ben, dreh dich! Es scheint zu funktionieren. Nur noch ein kleines bisschen. Da ist es. Hexkräfte lassen nach. Ben, das ist deine Chance. Meine Kraft, der Tempel! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Oh! Oh, Mist! Na, das lief doch besser als erwartet! Juhu! Mann, das war super! Sir, Sie werden uns begleiten. Das keine dunkle Magieschild steht hier ja schließlich nicht zum Spaß. Mann, das war wahrscheinlich meine einzige Chance auf ein cooles, verfluchtes Schwert. Vielen Dank, Tennyson. Ein Danke ist durchaus angebracht. Oder hattest du vor, dich die nächsten 10.000 Jahre bei Hex einschleimen zu müssen? Was wollt ihr von mir? Wenn ich so offen sein darf, Sir, im 21. Jahrhundert gibt es auch schon wasserfeste Schminke. Ja, vergesst das übereifrige Zombie-Gesicht. Wisst ihr was? Da wir das jetzt hinter uns haben, können wir doch diese Kneeboarding-Sache nochmal ausprobieren.